Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge Movie Trivia und heute habe ich unter anderem das hier. Kann man das sehen? So, ja, viel Spaß. Letztes Mal habe ich euch ja schon verraten, wie der Sound von Godzilla entsteht. Und zwar scheint man in Hollywood irgendwie das Bedürfnis zu haben, Dinge aneinander zu reiben, weil dadurch ganz viele Sounds entstehen. So auch bei District 9. Da ist es nämlich so, dass der Sound, den die Aliens ganz häufig machen, entstanden ist, indem man an einem Kürbis gerieben hat. Ich präsentiere euch das mal ganz kurz. In Ermangelung eines Kürbisses habe ich diesen hässlichen Apfel genommen und dann... Man hört ja gar nichts. Gut, also eigentlich sollte da jetzt ein Ton kommen und der klingt dann so. Bum! Get down! Hansi! Had enough of you stupid things! Yes, yes! Hier kommt ein besonders absurder Fakt. Das ist Crispin Glover und Crispin Glover hat im ersten Teil von Zurück in die Zukunft den Vater von Marty McFly gespielt. Und jetzt werdet ihr sagen, wieso nur im ersten Teil? Der hat doch in allen dreien mitgespielt. Und dann sage ich, hat er nicht. Obwohl George McFly immer wieder in der Reihe zu sehen ist, wird er gar nicht mehr von Crispin Glover dargestellt. Weil Crispin Glover eine viel zu hohe Gage gefordert hat, haben die Produzenten ihn gefeuert und stattdessen ein Double engagiert. Und dem haben sie dann eine Maske übergezogen, die ihnen so ähnlich aussehen ließ wie Crispin Glover. Ich hätte es nicht gewusst. Während des Drehs von Armageddon haben sich Ben Affleck und der Regisseur Michael Bay ordentlich gezofft. Denn Ben Affleck hat gefragt, wieso sollte die NASA eine völlig unerfahrene Bohrcrew ins Weltall schießen, um die Erde zu retten, wenn es doch viel besser wäre, ein paar Astronauten das Bohren beizubringen. Michael Bay hat daraufhin aber die einzig mögliche Antwort gegeben, Hals, Maul. Schön aber zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der die Story von Armageddon ziemlich... fragwürdig fand. Habt ihr gewusst, dass einer der beliebtesten Gags aus Monty Pythons, die Ritter der Kokosnuss, aus purer Not entstanden ist? Immer dann, wenn die tapferen Ritter der Tafelrunde durch die Gegend galoppieren mit ihren Kokosnüssen, dann tun sie das eigentlich nur deswegen, weil die Produzenten sich keine Pferde leisten konnten, die waren nämlich viel zu teuer. Etwa in der Mitte des Films Ghostbusters gibt es eine Szene, in der ein Fake-Werbespot gezeigt wird. Und in diesem bieten die Ghostbusters ihre Dienste an, um die amerikanische Bevölkerung vor Geistern zu retten. Und genau diesen Werbespot haben die Produzenten vor dem Kinostart als Trailer veröffentlicht. Und da konnten dann die amerikanischen Bürger tatsächlich anrufen. If the answer is yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals. Go Ghostbusters! Was die Produzenten aber scheinbar nicht gedacht haben, ist, dass dadurch fast das gesamte Telefonnetz lahmgelegt wurde, denn pro Tag haben über 1000 Leute angerufen, weil sie echte Geister in ihrem Haus gesehen haben. Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört! Das hier ist wohl eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte. Full Metal Jacket hat vor allem diesen Mann hier berühmt gemacht. Das ist R. Lee Ermey und der war früher tatsächlich mal Drill Instructor in der Army, weswegen er seinen Job in diesem Film als Sergeant Hartman praktisch aus dem Gedächtnis spielt. Was ich aber trotzdem sehr interessant finde dabei ist, dass dieser Typ im gesamten Film so gut wie nicht ein einziges Mal blinzelt. Achtet mal auf die Szenen. So, jetzt wird es besonders skurril. Hättet ihr gedacht, dass Stirb langsam, mit dem Bruce Willis ja über Nacht zum Star geworden ist, fast niemals mit ihm in der Hauptrolle gedreht worden wäre, sondern mit Frank Sinatra? Stirb langsam basiert ja eigentlich auf dem Roman Nichts hält ewig und dessen Fortsetzung, Der Detektiv, wurde 1968 mit Frank Sinatra in der Hauptrolle verfilmt. Und der hatte sich in den Vertrag schreiben lassen, dass er an einer weiteren Fortsetzung auch wieder beteiligt sein muss. Deswegen mussten die Produzenten zuerst ihn fragen, als Stirb langsam gedreht wurde. Und so wäre fast der 73 Jahre alte Frank Sinatra durch den Nakatomi Plaza gehüpft. Yippie-yay, Schwein. Das thailändische Wort für Soldat ist Navigatin. Navigatin. Ich blende es ein. Im Film Avatar kommt das Wort Soldat oder Marine ja sehr häufig vor, denn Jake Sully, der Hauptcharakter, ist ja ein Soldat. Und während der Übersetzung ins Thailändische ist der Übersetzer ganz schön ins Schwitzen gekommen, denn das Wort ist einfach zu lang. Um das lippensynchron zu kriegen, hat er es einfach abgekürzt. Und deswegen wird Jake Sully in der thailändischen Version von Avatar von einem Navi zu einem Navi. Als ich damals Forrest Gump im Kino gesehen habe, war ich hin und weg von den Künsten von Tom Hanks. Denn wie der Ping-Pong gespielt hat, da dachte ich, wie lange muss er dafür geübt haben? Und später habe ich dann herausgefunden, gar nicht. Tatsächlich wurde der Ping-Pong-Ball in den relevanten Szenen komplett per CGI eingeführt. Also alles nur Charade.
Und jetzt zum Abschluss noch eins meiner absoluten Lieblings-Easter Eggs. In dieser Szene vom allerersten Indiana Jones Film sieht man Indy, wie er sich in einen verborgenen Tempel hineinschleicht. Und da gibt's einen Cameo-Auftritt der besonderen Art. Hinten in den Wandverzierungen erkennt ihr vielleicht zwei kleine Kerlchen, die da eigentlich gar nicht hingehören sollten. Wenn ihr es erkannt habt, schreibt's mal unten in die Kommentare. So, das war's mit Movie Trivia für diese Woche. Ich würde sagen, in zwei Wochen geht's weiter. Das Ganze ist immer recht aufwendig, um das herauszufinden. Ich freue mich, dass ihr mir so die Treue haltet und dass euch dieses Format so gefällt. Ich bin hier übrigens heute bei Giga, deswegen nicht vom Hintergrund verwirren lassen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch immer mal wieder ändern, wo ich gerade so bin. Bis dahin hier die anderen Giga Trivias und wie wäre die Spieleredakteur? Giga Trivias habe ich jetzt gesagt. Scheiße. Da könnt ihr auch mal vorbeigucken bei Giga Trivia. Die machen auch, ich habe gehört, die machen ganz gute Sachen da.